Jo, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme mit mir, dem Minecraft Teddy. Und heute gibt es, ja, eine kleine Videoidee, die ich vor 3 Jahren hatte. Und bei der ich mir dachte, dass ich die dieses Jahr sogar ein bisschen fortführen möchte. Oder ein kleines Update, sage ich mal, machen möchte. Weil ich ja schon der Meinung bin, dass dieses Video wirklich, ja, sehr veraltet ist. Und man jetzt, sag ich mal, ein bisschen mehr Information reinbringen kann. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zum Punkt. Und zwar habe ich vor 3 Jahren ein Video hochgeladen. Und zwar am 12.03.2021, während der Corona-Zeit. Ja, wo ich ein Video hochgeladen habe, das mein Video für die Zukunft heißt. Oder ein Video für die Zukunft. Ich habe es mir jetzt gerade nicht gemerkt. Ich glaube, ein Video für die Zukunft war es, genau. Und dort habe ich so ein paar, ja, kleine Sachen von meiner Seele geredet, wo ich ja, ein paar Jahre später ein Video drüber machen wollte, also sprich heute, und ein bisschen mehr, ja, Informationen gebe. Und ich glaube, ich werde dieses Format auch alle 2-3 Jahre immer fortführen. Das heißt, ja, das nächste wird 2026, 2027 rauskommen, das nächste Video, wenn ich bis dahin überhaupt Videos mache, das steht nicht fest. Aber genau, ich werde heute auf ein paar Punkte eingehen, die ich in dem Video angesprochen habe, und ich würde auch sagen, legen wir direkt los. Und zwar war das mit das erste, worüber ich geredet habe, das Thema YouTube-Abonnenten, weil ihr müsst wissen, so 2021 war ja das Jahr, wo ich quasi meinen YouTube-Kanal erstellt habe, also diesen hier, wo ihr gerade das Video seht. Ich habe ja davor schon von meinem alten Kanal YouTube-Videos gemacht, und ja, ich habe darüber geredet, dass eben ich einen riesen Abonnentenzuwachs bekommen habe, zu dem Zeitpunkt 60 Abonnenten in einer Woche. Ja, das war natürlich sehr stark, muss man sagen. Und deshalb, ja, bin ich auch damals noch der Meinung gewesen, dass ich relativ schnell zu den 1000 Abonnenten komme. Das Witzige ist, ich habe gesagt, in 2021 wohl bemerkt, dass ich in 2022 vielleicht und hoffentlich auch die 1000 Abonnenten mache. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich seit 2 Jahren oder so bei den 600 Abonnenten feststecke. Ja gut, das habe ich nicht, aber bin ich halt. Also ich stecke jetzt seit 2 Jahren circa bei den 600 Abonnenten fest. Ist jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, was ich möchte, aber machst du nichts. Genau, das habe ich bis heute nicht erreicht, aber ich hoffe, dass ich das in den nächsten 2 Jahren hinbekomme. Also, Zukunfts-Elemi, wenn du das hier siehst, ja, sag mir bitte, dass du es geschafft hast. Ich meinte auch in dem Video zu den 1000 Abonnenten, dass ich mit dem ganzen YouTube-Ding ja, auch Werbung und so weiter schalten würde und das Geld mir nur dann auszahlen würde, wenn es auch wirklich, sag ich mal, ja, ein guter, netter Betrag ist, aber nicht, wenn es jetzt 1 Cent oder so ist. Auch damals habe ich mir wegen Steuern und so zu viel Stress gemacht, weil mittlerweile kenne ich mich so leicht mit Steuern aus und was man speziell auf Social Media, wie viel man verdienen muss und was man da alles versteuern muss. Deswegen habe ich mir da damals so ein bisschen viel zu viel Angst gemacht. Wie gesagt, sollte ich in 2 Jahren oder so, wer noch immer das Zukunftsvideo kommt, ja, sollte ich da Geld verdienen mit Social Media, dann gerne ein kleines Update, wie das funktioniert, wer weiß. Genau, dann das Thema Selbstbewusstsein. Ich habe ein bisschen darüber geredet, wie ich, ja, wie meine Videos nicht entstehen, aber wie ich in meinen Videos quasi handle, weil damals habe ich schon relativ viel, ja, ich sag ja immer noch sehr viel und, so wie jetzt gerade oder so. So diese ganzen Filler-Words, die man eigentlich im Wortschatz, wenn man fließend redet, nicht hat. Aber ich finde trotzdem, dass mein Commentary jetzt über die 3 Jahre viel, viel besser geworden ist. Und deshalb, ja, denke ich, habe ich mich da sehr improved, was das angeht. Ich habe auch damals darüber geredet, dass ich zum Beispiel Lampenfieber, sage ich mal, sehr viel hatte. Und was ich auch meiner Meinung nach heute immer noch habe, also Vortragen an sich fällt mir immer noch relativ schwer, weil ich bin ja jetzt mittlerweile aus der Schule raus. Also damals habe ich eben Vortrag in der Schule als Beispiel genommen. Jetzt bin ich aus der Schule raus, bin ja fertig, ne? Easy, nein, Spaß. Und da habe ich ja gesagt, dass ich ja sogenannte Wackelpuddingbeine habe, also quasi, dass meine Beine nach 2 Minuten Präsentation anfangen zu, ja, zu
zu schlottern, wenn man so sagen möchte. Und deswegen Wackelpudding, weil es sich so anfühlt, als würden die gleich zusammenbrechen, als hätte ich keine Knochen in mein Bein drinne. Und ich muss sagen, heutzutage würde ich sagen, dass es immer noch so ist, also von einer großen Menschenmenge, sage ich mal, ja, sag ich mal, was vorzutragen oder so, oder auf einer Bühne zu stehen, ist für mich schon noch so eine kleine Grauzone. Ich würde trotzdem sagen, dass es besser geworden ist, aber es ist, ja, es ist immer noch nicht, sag ich mal, besiegt, also dieses Lampenfieber ist immer noch nicht besiegt, aber es ist besser geworden, sagen wir es mal so. Auch freisprechen fiel mir damals nicht so schwer. Ich muss sagen, heutzutage geht das relativ einfacher, weil ich mir ein paar, ja, sag ich mal, Tipps und Tricks beigebracht habe selber, die, ja, mich gut improved haben. Das merkt man ja auch im Livestream, dass ich da viel, viel mehr Commentary liefere, weil damals habe ich wirklich, als ich versucht habe zu Livestreamen, damals ging das eigentlich noch nicht, weil ja, mein PC viel zu schlecht war. Und da waren auch die Videos, war mein Commentary nicht unbedingt gut. Aber ich würde sagen, heutzutage ist es schon relativ entspannt, auch in den Livestream etc. Genau. Dann das Thema, was ich jetzt auch gerade mache, ist halt um den heißen Brei herumreden. Das habe ich auch heute am Anfang des Videos gemacht. Und ich hole auch viel zu viel aus. Das ist heutzutage noch so, dass ich selbst zu viel ins Detail gehe manchmal, anstatt einfach mal kurz und knapp alle Informationen, die ich loswerden möchte, ja, dass ich die auch wirklich loswerde. Ich meine, das Video jetzt ist auch, stand jetzt 7 Minuten lang circa. Also ich weiß nicht, wie viele Minuten dieses Video noch gehen wird, aber ja, egal wie lang das Video jetzt wird, es liegt einfach daran, dass ich ja nicht wirklich fertig werde mit dem Reden. Ich rede wirklich um den heißen Brei herum. Und damals habe ich gesagt, ich rede nur aus dem Grund um den heißen Brei herum, weil das andere eben auch tun. Heutzutage würde ich sagen, ist nur halb die Wahrheit. Ich rede auch gerne um den heißen Brei herum, weil es Spaß macht und weil ich gerne die Sachen erstmal erkläre, damit man mich auch gar nicht falsch versteht. Das ist ja heutzutage nochmal viel schwieriger als vor 3 Jahren, weil heutzutage wirst du noch krasser falsch verstanden als damals. Also ich dachte schon vor 3 Jahren, dass es schwierig ist, sag ich mal, seine Punkte, Schrägstrich, Argumente richtig rüberzubringen. Aber heutzutage ist es ja wirklich, da musst du ja wirklich, sag ich mal, einen Vorschlaghammer nehmen, um nicht vor eine, ja, Blockade, vor einer Wand zu treten, die dir quasi wirklich, ja, die dich gar nicht verstehen möchte, so eine Art, so eine, ja. So kann man es sagen, ich will auch nicht jetzt um den heißen Brei herumreden, das ist genau der Punkt, den ich nämlich gerade machen möchte. Deswegen kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ist es, ja, das allgemeine Reden, Sprechen mit Fremden, das habe ich dort auch angesprochen. Das war eben das Thema, weil ich war immer jemand, der, sage ich mal, in Public relativ shy war, also so ein bisschen, ja, ich konnte mich in der Öffentlichkeit oder sagen wir in meinem normalen Leben konnte ich mich nicht so wirklich unterhalten mit irgendwelchen Fremden, wenn man so möchte. Also zum Beispiel irgendwie eine Dönerbestellung oder was weiß ich, bei McDonald's oder wo auch immer man halt Sachen bestellen kann oder an der Kasse. Sowas halt, sowas konnte ich halt damals fast gar nicht, weil ich sehr nicht introvertiert war. Das bin ich heute auch nicht. Ich würde sagen, das ist so eine Hälfte-Hälfte-Sache. Ich bin schon, ja, sage ich mal, introvertiert so an sich vor fremden Leuten. Aber wenn ich diese Leute näher kennenlerne, werde ich auch ein bisschen offener, also mit Freunden und Familie spreche ich eigentlich jetzt gerade genauso wie ich in meinen Videos und in meinen Livestreams mit den Leuten rede, da bin ich völlig normal, aber wenn ich wirklich vor fremden Leuten bin, dann ist das halt ja, für mich manchmal so eine kleine Challenge und ich rede da häufig auch nicht viel, weil ich halt ja nicht möchte, dass die Leute von mir einen falschen ersten Eindruck bekommen, deswegen ja, muss ich erstmal schauen, wie die ganzen Leute, sag ich mal, sich verhalten und ob der Vibe auch stimmt, weil wenn der Vibe stimmt, kann ich, dann weiß ich direkt, dann kann ich es, brauche ich es erst gar nicht versuchen, aber wenn ich merke, okay, der Vibe stimmt, dann sage ich, okay, ich versuche mich anzustrengen, sage ich mal, ein bisschen offener zu sein und das fällt auch schon schwierig, aber um den Punkt mal abzuschließen, Lampenfieber an sich, ja, ist besser geworden, aber es muss noch sehr viel improved werden, aber ich glaube, das wird jetzt speziell, da ich aus der Schule raus bin, nochmal ein bisschen besser, weil vor Lehrern natürlich zu reden ist auch immer eine andere Sache, als wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwie mit einem Arbeitgeber oder so reden musst. Deswegen, ja, ist das so der Punkt. Fun Fact ist auch, ich habe in dem Video darüber geredet, dass ich mir immer ein Skript mache vor meinen Videos, wo ich quasi meine Punkte aufschreibe, die ich im Video vortragen möchte.
Tatsächlich habe ich das heute nur aus dem Grund gemacht, weil ich eben die ganzen Argumente und Punkte eben, die ich damals gebracht habe vor 3 Jahren, weil ich die nochmal aufgreifen wollte und eben ja erweitern möchte oder beantworten möchte. Deshalb ja, dachte ich mir, okay, mache ich das heute auch mal. Und damals war das wirklich, sage ich mal, was sehr, sehr ja, Normales, ist aber auch sehr witzig, weil ich das die letzten Videos eigentlich gefühlt nie gemacht habe. Und heute wirklich nur aus dem Grund, weil es eben so viele Punkte waren. Und deswegen muss ich sagen, war das schon sehr witzig. Genau, anderes Thema. Um das jetzt mal weiterzubringen. Und zwar habe ich damals gesagt, dass ich auch sehr gerne mich mit irgendwelchen Influencern, YouTubern, Streamern anfreunden würde, weil ich glaube, dass der Vibe stimmen würde. Ich meine, wer würde das nicht? Und ich meine, mittlerweile, jetzt in den 3 Jahren, hat sich so einiges getan, sage ich mal. Seitdem ich so, sage ich mal, sehr aktiv auf Twitch bin, habe ich auch den einen oder anderen, ja, sage ich mal, Streamer, ob klein oder groß, habe ich mich nicht angefreundet. Ich würde schon sagen, eine Internetfreundschaft oder, sage ich mal, eine Connection habe ich schon zu dem einen oder anderen hergestellt. Mit dem einen chatte ich aktiv, mit den anderen eben nicht. Ja, Kenner kennen und Insider wissen auch, wen ich meine, aber das ist eigentlich relativ egal. Und ja, genau, das ist auch das Witzige, weil ich in dem Video auch meinte, dass ich hoffentlich irgendwann mit 2000 Zuschauern im Stream sitze, selber, und dann dadurch eben auch die Connections herstellen kann mit irgendwelchen Influencern, die ich halt persönlich sehr, sehr mag. Und ja, das ist heutzutage leider nicht so, denn ich bin immer noch stuck. Was heißt stuck? Ich habe mich schon sehr improved. Ich habe mittlerweile häufig 10 aktive Zuschauer. Wobei, ja, aktiv kann man nicht so wirklich sagen, aber ja, es hat sich improved und ich hab einen guten Chat, sagen wir es mal so. Es sind nette Leute. Genau, da habe ich damals gesagt, dass ich, wie ich vorhin schon sagte, einen schlechten Laptop habe, damals noch. Und ich mir deswegen erst mit 18 einen richtigen PC holen möchte, weil meine Eltern eben gegen einen PC waren, weil eben der alte damals, den wir schon seit über 20 Jahren haben, ja, dass der halt veraltet ist und der dadurch, dass er halt immer noch funktioniert, nutzten den meine Eltern. Aber witzigerweise, kurze Zeit nachdem das Video hochgeladen wurde oder nachdem ich eben mein Zukunftsvideo gemacht habe, ja, haben wir den alten PC quasi auseinandergenommen und haben dann die ganzen Festplatten und so ausgewertet und auf die Laptops rübergeladen. Und dadurch, dass ich halt einen PC wollte, meinten meine Eltern, okay, dadurch, dass der alte ja jetzt nicht mehr zu gebrauchen ist und dadurch, dass der sowieso schon immer langsam war, jetzt die letzten paar Jahre, gewähren wir dir den Wunsch, dir einen PC zu holen. Und naja, ich nehme ja jetzt schon seit 2 Jahren, 2, 3 Jahren circa Videos auf diesem PC hier auf, auf den ich jetzt auch gerade aufnehme. Und ich habe ja gesagt, dass ich mir einen neuen PC holen möchte, wenn ich 18 bin. Witzigerweise habe ich erst in den letzten paar Livestreams darüber geredet, dass ich mir tatsächlich ja, neues Equipment kaufen möchte. Also eine neue Grafikkarte und so weiter, um halt mein Spielerlebnis und mein PC-Erlebnis zu verbessern. Da habe ich jetzt aber auch wieder ein bisschen meine Meinung geändert, denn ich finde, ja, es muss nicht unbedingt sein. Es wäre zwar schön, wenn ich mir irgendwie ein bisschen neues Streaming-Equipment hole, was weiß ich, ja, neue Maus, neue Tastatur und so weiter. Aber ich muss sagen, meine aktuellen Maus und Tastatur und Headset und alles drum und dran funktioniert. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Capture Card. Aber die werde ich mir wahrscheinlich zum Geburtstag holen, deswegen ist das auch kein Thema. Und genau, das ist so zum neuen PC. Dann habe ich am Ende des Videos auch nochmal mein Discord angesprochen und dass ich Regeln eingeführt habe. Zum Discord möchte ich auch nochmal sowas sagen, weil damals habe ich wirklich Discord über alles gestellt. Ich meine, auch heute sage ich am Ende meiner Videos auch immer noch, dass man mein Discord joinen soll, was ihr im Übrigen machen solltet. Ja, ich habe über die Zeit einige Discord-Member dazu gewonnen, natürlich. Aber das Problem ist ein bisschen, leider ist mein Discord nicht so aktiv, wie ich ihn gerne hätte. Was auch nicht schlimm ist. Aber ich würde gerne mal ein bisschen mehr, sag ich mal, Aktivität reinbringen, dass ich irgendwie im Livestream auf meinem Discord in den Call gehe und nicht irgendwie in den privaten Call, wenn ich jetzt mit jemandem im Livestream zusammenspiele, weil das wäre irgendwie so eine Streamer-Experience. Aber das ist auch völlig egal. Aber ich wollte es mal gesagt haben, dass mein Discord ja mehr oder weniger läuft,
aber jetzt auch nicht mehr so hohe Priorität wie damals bei mir darstellt, weil damals habe ich es im alten Video sehr hoch als Priorität gestellt. Genau, das waren so die alten Punkte von damals. Wir haben jetzt auch die ungefähre Länge vom alten Video, deswegen möchte ich noch 4 weitere Punkte hinzufügen. Einmal möchte ich, dadurch, dass ich jetzt aus der Schule raus bin, muss ich ja, muss ich mir jetzt quasi entweder einen Studienplatz suchen oder ich gehe arbeiten. Zweiteres ist der Fall. Ich habe mich beworben und wurde auch angenommen bei einem Unternehmen und gehe deswegen dieses Jahr auch schon arbeiten. Und deswegen muss ich auch hoffen, dass ich noch die Zeit finde, überhaupt Videos aufzunehmen für die nächste Zeit, eben weil ich der Meinung bin, dass es relativ schwierig werden kann, über eine Zeit, sage ich mal, Videos aufzunehmen. Besonders am Anfang, wo es wahrscheinlich sehr schwierig wird, weil man halt sehr viel lernen muss. Und sage ich mal, die 8 Stunden arbeiten ist halt auch nicht immer, sage ich mal, das, was man die ganze Zeit aushalten muss. Deswegen muss man da erstmal die Routine reinbekommen. Deswegen, Zukunft Elimi, sag mir, ob die Videos wieder immer noch regelmäßig kommen. Dann ansonsten möchte ich mehr Sprachen lernen, mehr Programmieren lernen. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Das ist zwar alles auch in meinem Jahresvorsatzvideo drinne. Das habe ich schon alles gesagt. Aber ich möchte dieses Zukunftsvideo immer dafür nutzen, um in ein paar Jahren diese Dinge einfach nochmal aufzugreifen. Deswegen, ich möchte mehr Programmieren und mehr Sprachen lernen. Und das letzte eben, den Punkt habe ich ja gerade schon gesagt, möchte ich einfach fragen, mein eigenes Ich, ob ich in dem, was ich mache, in dem Beruf, den ich gewählt habe, ob ich da Erfolg habe und ob der mir Spaß macht und ja, ob ich mir in Zukunft vorstellen kann, ihn noch weiter auszuüben. Genau, das sind so die Punkte gewesen. Das wird jetzt wahrscheinlich mein Video für die Zukunft 2.0. Ich würde sagen, wenn euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Join meinem Discord, folgt meinem Social Media und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Wird alles gut? Ich bin immer für dich da.